Seit Samstag können alle Fans wieder eine neue Nimmsgern-Produktion im Staatstheater sehen. Sie erzählt von einem Showstar namens Giorgio Fantasma, der ein schauriges Geheimnis hat. Die Geschichte stützt sich auf Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen. Und es finden sich noch viel mehr Zitate. Vom Faust über die Musicals Chicago und Hair bis zur Zauberflöte. Und auch bühnentechnisch zieht Fantasma alle Register. Er war die Stimme der Propheten. So gewaltig beginnt der zweite Akt. Eine 200 Kilogramm schwere Spinne sinkt von der Bühnendecke. Professor Marvels Herz brennt für das von Giorgio Fantasma, dem größten Star unserer Zeit. Mit seiner Hilfe will er die perfekte Symphonie komponieren. Der menschliche Herzschlag pulsiert durch das ganze Stück. Die verschiedenen Herztempi waren ausschlaggebend für die Dramaturgie der Songs auch. Also es war es war sozusagen die Basis. Da habe ich angefangen. Ich habe einfach nicht tonal angefangen, eigentlich nur mit dem Herzschlag. Die Handlung ist komplex. Phantasmas Reise führt durch ein ganzes Jahrhundert. Das Publikum muss sich in verschiedenen Epochen und Städten zurechtfinden. Im mondänen Paris von 1910, dem stärksten Bild im ersten Akt. Im Chicago der 1930er, wo einige Szenen durchaus verzichtbar wären. Und im New York der 1970er Jahre. Mittendrin Hippie Mike Lose in einer seiner vier Rollen. Das ist kein Stück, das so ist wie vielleicht Mamma Mia oder Cats oder so, sondern es hat schon einen gewissen Anspruch. Es hat auch damit zu tun, dass wir hier in einem Theater arbeiten, dass wir in einem Kulturinstitut diese Produktion machen. Und ein Anspruch zu haben, ist etwas, was ich gerne habe. Mit diesem Elixier kannst du immer wieder aus dem Vertrag mit mir aussteigen. Kann ich, wann immer du willst. Aber die Konsequenzen musst du selbst tragen. Professor Marvel, stark gespielt von Darius Meerstein, schließt einen Pakt mit Fantasma. Der soll sein Herz geben und dafür ewigen Ruhm genießen. Marvel spricht nur in Zitaten, weil ihm etwas Entscheidendes fehlt. Kreativität. Wenn ich nur singen dürfte, aber die Experten... Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. Aber Sie sagen, es wäre unmöglich. Die meisten Menschen haben einen Moment in ihrem Leben, wo sie große Dinge tun können, in dem ihnen nichts unmöglich erscheint. Eine Höchstleistung des Musical-Teams, Regisseur Elmar Ottenthal und Sängerin und Texterin Aino Laos. Sie steht zudem als Brenda de Ville auf der Bühne, souverän und stimmgewaltig, zum fünften Mal in einem Nimmsgern-Stück. Noch ein Bekannter auf der Bühne des Staatstheaters, Mischa Mang in der Titelrolle des Giorgio Fantasma, wild und lebendig. Den gesanglichen Höhepunkt liefert Michaela Kovarikova mit sensationellen Höhen in drei verschiedenen Rollen, hier als Marionetta. Ein derart opulentes Musical in einem normalen Dreispartentheater. Für die Musicalmacher sind das keine optimalen Bedingungen. Wir müssen Kompromisse eingehen, aber man darf keine Kompromisse sehen. Ich glaube, das ist das Ding. Die Leute erwarten bei dieser Art von Modern Progressive Musical oder ich sag mal modernes Musiktheater dieser Art ein Timing wie bei großen Ensuite-Produktionen. Und wir mussten mit Mitteln arbeiten und auch natürlich finanziellen Mitteln, die normalerweise in so großen Häusern 20 Mal so hoch sind. Dennoch, das saarländische Staatstheater stemmt für Fantasma eine logistische Meisterleistung, engagiert eigens Tänzer, Musiker und Musicalsänger. Wir haben sicher alles, was technisch an Möglichkeiten da war, ausgenutzt und benutzt. Und wir wurden von denen getragen, die haben uns geholfen. Und deshalb kann ich schon sagen, ja, jeder hat alles gegeben. Bei der Premiere merkte man noch die fehlende Routine. Dennoch, Fantasma ist wieder ein großes Musical im Staatstheater. Mit etwas Kitsch, tollen Choreografien und vielen Effekten zum Staunen.
Eine Reise durch die Musikgeschichte und durch die Gefühlswelt von Phantasma, zu Deutsch Hirngespinst, macht dieses Musical zu einem großen Theatererlebnis. Noch 5